Cool, was für eine Segelsaison. Glutrot schickte uns die Sonne in den Schlaf, um strahlend unsere Fahrt nach Fehmarn am nächsten Morgen zu begleiten. Kap Ort, der Absacker, wie es sich gehört, Leuchtturm Flücke bewachte die Nacht. Am nächsten Tag ging es nach Grömitz, wo uns dann ein Crosslauf am Auslaufen hinderte, bevor es in strömenden Regen wieder in den Heimathafen Neustadt ging, wo unsere Segelsaison für dieses Jahr dann zu Ende war. Doch nun der Reihe nach. Abends wurde einklariert und erstmal willkommen gefeiert, wie immer bei einem gemütlichen Bier. Am nächsten Morgen um 11 legten wir ab Richtung Pöhl. Wir hatten achterlichen Wind und waren noch 6 Stunden in Pöhl angekommen. Nach den Spaghetti wollten wir uns noch das Dorf angucken, aber dann kam dieses Abendrot. Und wir waren fasziniert. Solch einen Sonnenuntergang gibt es selten. Am nächsten Morgen weckte uns eine strahlende Sonne. Wir hatten den Hafen für uns ganz alleine und frühstückten gemütlich. Um 10 Uhr hieß es Leinen los, Richtung Fehmarn. Wir hatten anfangs noch guten Segelwind und machten gut Strecke bis Damshöved. Ab dann musste der Jockel übernehmen und wir motorten Richtung Fehmarn auf die Fehmarnsundbrücke zu. Wir konnten die Zeit nutzen, mit den Füßen im Wasser planschen und uns in der Sonne ahlen. Es war zwar schon September, aber sie wärmte noch. Die Fehmarnsundbrücke zu erreichen, ist wie immer ein schönes Erlebnis. Hilde hat es genossen. Wieder erwarten war der Hafen auf Ort voll. Dennoch fanden wir im Kap-Ort immer noch Platz für ein Bier. Morgens um 7 weckte uns die Sonne. Nach dem Frühstück liefen wir aus. Bei südlichen Winden um 4 setzten wir Segel und machten guten Fahrt Kurs Richtung Grömitz. Hilde versuchte sich als Steuerfrau. Bald waren wir im Ziel angekommen und flanierten in Grömitz über die Meile. Lecker Fisch mit Absacker durfte auch nicht fehlen. Nach dem Frühstück beschlossen wir dann doch nicht gleich auszulaufen, da Läufer unsere Aufmerksamkeit erregten. In Grömitz fand ein Crosslauf statt und es gab ein munteres Treiben, da viele unterschiedliche Hindernisse aufgebaut wurden. Wie man mit Sand in den Schuhen durch Wasserrennen diese weite Strecke schaffen konnte, entzog sich unserer Kenntnis. Aber es war sehr lustig anzuschauen. Echter Teamgeist war hier angesagt. Für Einzelkämpfer war gar nichts zu holen. Nur gemeinsam ist man stark. Ging es in den Zielbereich und es war ein wahres Wunder, dass überhaupt jemand ankam.
Nachmittags machten wir uns dann endlich wieder auf die Strecke, Kurs Richtung Neustadt. 3 Stunden war ungefähr so angedacht. Der Wind war günstig. Wir konnten kreuzen und den letzten Nachmittag genießen. Hilde wieder am Ruder. Die einzige Frage, die sie uns stellte, war: Kommen wir noch in den Regenschauer, der sich ankündigte, hinein? Oder schaffen wir es vorher, den sicheren Hafen zu erreichen? Na klar doch, wir erreichten den Hafen nicht. Es fing an zu gießen. Und Hilde, wo steckst du? Kroch unter Deck und ich saß draußen, nass wie ein Pudel. Aber es war ja noch warm und es gab mächtig zu lachen. Letztendlich erreichten wir dann doch unseren Heimathafen Neustadt, hatten tolle 3 Tage gesegelt, kamen im Trockenen wieder an, machten das Boot klar und na klar, ein Absacker, wie sich das gehört.